Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Studierende, zu unserem heutigen Vortrag in unserer Vortragsreihe zum Ersten Weltkrieg in Ost-, Mittel- und Südosteuropa. Es freut mich, Ihnen Herrn Frank Schuster heute vorstellen zu können. Ich werde gleich noch etwas ausführlicher zu seiner Person sprechen, ihn vorstellen. Kurz vorab, die heutige Sitzung wird auch wieder als Podcast zur Verfügung stehen, sofern wir alle technischen Schwierigkeiten überwinden, was ich hoffe. Ist auf Ilias können Sie den Link finden. Zur heutigen Veranstaltung gibt es auch eine Auswahlbibliografie, die gerade kursiert, wenn irgendwo ein Exemplar fehlt. Auch diese steht, hier vorne sind noch ein paar. Zwei. Und das ist auch auf Ilias verfügbar. Ja, damit gleich in medias res. Wir werden wie immer eben einen Vortrag haben mit anschließender Diskussion. Und es freut mich heute, Ihnen einen Referenten zu präsentieren, der also einen weiten Weg auf sich genommen hat, um hierher zu kommen und trotz Lokführerstreik in Deutschland es geschafft hat, hierher zu kommen. Und Fluglotsenstreik, also es war quasi eine globale Mobilitätsverschwörung. Herr Frank Schuster hat osteuropäische Geschichte, neuere deutsche Literatur und mittlere und neueste Geschichte studiert, das ist richtig, in Gießen und Marburg, wo er auch seinen Magister gemacht hat. Promoviert hat er dann allerdings an der Universität Basel, ist also quasi ein Wahlschweizer, mit der Arbeit Die Lebenswelten osteuropäischer Juden während des Ersten Weltkriegs. Die Juden in den Gebieten Litauens, Kongresspolens, Galiziens und der Bukowina 1914 bis 1919, eine Arbeit bei Heiko Haumann im Jahre 2003. Für diese Arbeit hat er viele Forschungsaufenthalte wahrgenommen, unter anderem New York, Jerusalem und Berlin, und war in dieser Zeit auch Forschungsstipendiat am Deutschen Historischen Institut in Warschau. Seit 1997 bereits hat er Lehraufträge und Anstellungen in Lodz oder Łódź an verschiedenen Hochschulen. Er ist heute Professor und Leiter des Lehrstuhls für Germanistik an der Philologischen Fakultät der Academy of Humanities and Economy in Łódź. Das ist eine private Hochschule. Und gleichzeitig unterrichtet er auch am Lehrstuhl für Literatur und Kultur Deutschlands, Österreichs und der Schweiz der staatlichen Universität Łódź. Łódź ist nicht nur die zweite Heimat, sondern auch quasi der zweite wichtigste Forschungsschwerpunkt von Herrn Schuster. Seine Habilitationsschrift, die er letztes Jahr in Gießen eingereicht hat, ist zur Stadt Łódź, die Geschichte einer multikulturellen zentraleuropäischen Textilindustriestadt 1820 bis 1930. Seit diesem Jahr ist er dafür für diese Arbeit auch Privatdozent an der Universität Gießen. Zu Łódź wird er übrigens im nächsten Monat, ist er Mitorganisator einer sehr großen Konferenz zum Ersten Weltkrieg in Łódź. In rund einem Monat können Sie im Internet finden. Vielleicht wollen Sie dazu auch noch etwas Näheres sagen. Ja, Sie sehen, wir haben hier einen qualifizierten Referenten, dem ich jetzt sofort das Wort übergebe. Viel Vergnügen mit dem Vortrag. Vielen Dank. Ich hoffe, dass die Technik funktioniert und Sie mich hören. Okay. So, ich freue mich ganz besonders, hier zu sein, denn als ich heute mit dem Zug wieder von Basel aus in die Innerschweiz fuhr, dachte ich, dass ich viel zu lange nicht mehr in der Schweiz war, obwohl ich immer wieder den lieben Kollegen versprochen hatte, ich komme doch mal wieder. Hat aber doch länger gedauert, als ich dachte. Und das, was Sie jetzt hier zu hören bekommen, können Sie, Sie haben es auch auf meiner Auswahlbiografie dann in Form von 500 Seiten als dickes Buch in meiner Dissertation lesen, wie Sie schon gehört haben. Aber ich werde Ihnen jetzt auf keinen Fall die ganze Dissertation präsentieren, denn sonst wären wir noch übermorgen hier. Es geht allerdings um die osteuropäischen Juden, also um die jüdische Zivilbevölkerung an dem, was gemeinhin als Ostfront bezeichnet wird, weil die Forschung hier die Begrifflichkeit der deutschen und der englischen Forschung weitgehend übernommen hat. Was der Erste Weltkrieg für die jüdische Zivilbevölkerung bedeutete, konnte im August 1914 keiner so recht ahnen. Und es rechnete auch, und
unter den osteuropäischen Juden keiner so wirklich damit, dass der Krieg losgehen würde. Wie überall sonst in Europa ging man im Sommer 1914 in den Urlaub, sofern man sich das leisten konnte. Und wie der aus Galizien stammende jüdische spätere Memoirist Joachim Schönfeld sagte, man beruhigte sich, indem man sagte, Kaiser Franz Josef kann den Krieg so gut gebrauchen wie ein Loch im Kopf. Leider sollte er sich, wie so viele andere, auch täuschen. Sie haben ja schon zum Thema Kriegsausbruch etwas zu hören bekommen. Die Reaktion auf den Krieg, als er dann da war, war auch unter den osteuropäischen Juden geteilt. Während die ältere Generation, schon allein aus religiösen Gründen, da sie meistens der jüdischen Orthodoxie angehörte, wegen des fünften Gebots, du sollst nicht töten, mit Krieg per se ein Problem hatte und darüber hinaus noch mit einem Krieg, in dem jetzt Juden auf allen Seiten der Fronten kämpften. Und es gibt mehrere Berichte von jüdischen Soldaten, die im Nahkampf jüdische Soldaten töten mussten und in dem Moment, als sie merkten, dass es Juden waren, dann damit nicht zurechtgekommen sind. Während die ältere Generation im Krieg generell ein Problem sah, war die jüngere Generation vor allem in Galizien und in der Habsburger Monarchie als solche eigentlich der Meinung, der Krieg könnte etwas Positives bringen. Das Titelzitat stammt aus der Jugendautobiografie des österreichischen Schriftstellers Manis Sperber, der die Reaktion seines Vaters aufzeichnete. Der sagte, für uns ist jeder Krieg ein Unglück, wohingegen ein jüngerer Verwandter in dem Krieg gegen Russland eher die Möglichkeit sah, die geknechteten russischen Juden von dem Joch des Zaren zu befreien. Hier sehen Sie die gesamte Ostfront von beinahe Riga bis nach in die Bukowina, bis nach Tschernowitz hier unten. Und jetzt geschah etwas, womit auf österreichischer Seite weder bei den Juden noch bei der Armeeführung gerechnet wurde. Die russische Armee war zu Kriegsbeginn zwar noch nicht vollständig mobilisiert, aber sie waren doch organisierter als das Stereotyp von der holprigen russischen Dampfwalze, die nicht so richtig in Schwung kommt, das in allen Generalstäben so grassierte, zumindest bei den Mittelmächten, aber auch zum Teil bei den russischen Verbündeten. Erwies sie sich doch als etwas geölter und plötzlich stand die russische Armee entgegen sämtlicher Planungen des Generalstabs in Ostgalizien und der Bukowina. Ups, habe ich natürlich den Falschen gedrückt. Also sprich hier unten, dieses Gebiet hier, ursprünglich zur Habsburger Monarchie gehörend, wurde plötzlich von den russischen Truppen besetzt. Die Juden in Russland selber hatten, zumindest sofern sie sich öffentlich äußern konnten, wie der Duma-Abgeordnete
Friedmann, einer von nur drei jüdischen Abgeordneten in der russischen Staatsduma, dem nur halbautonomen russischen Parlament, hatte sich zu Kriegsbeginn ähnlich wie die Juden in Deutschland hinter die russische Führung gestellt. Allerdings traf das seine Position natürlich nicht auf die Masse der Juden zu, die durchaus der Meinung waren, der Krieg kann nichts Gutes für Juden bringen. Und als die russische Armee dann wieder erwarten in Galizien auftauchte und Ostgalizien besetzte, löste das auch unter der jüdischen Bevölkerung Panik aus. Beispielsweise die damals siebenjährige Minna Schiffmann schreibt später noch in ihren Memoiren, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg erschienen sind, dass sie jahrelang Albträume hatte wegen dieses Rufs. Die Moskauer sind in den Wäldern, die Kosaken kommen, wobei sie hier das auf Polnisch zitiert, also für die Polen waren die Russen dann die Moskauer und für die jüdische Bevölkerung standen die Kosaken als das traditionell größte Übel, pass pro toto für die russische Armee. Denn in der jüdischen Überlieferung waren die Pogrome von 1648 in der Ukraine, wo Millionen Juden umgekommen waren, durch Massaker, durch die ukrainischen Kosaken noch durchaus sehr präsent. Und seit dieser Zeit gelten die Kosaken sozusagen als das Übel schlechthin. Dementsprechend löste das Auftauchen der russischen Armee einen doppelten Reflex aus. Die K&K-Armee, als sie feststellte, sie ist nicht am Gewinnen, begann die Verwaltungen und die Armeeposten zu evakuieren, was sich auf die Bevölkerung übertrug, die sich in eine Flucht stürzte. Also ungefähr 50% der galizischen Einwohner, zumindest der jüdischen auf alle Fälle, haben versucht, Galizien zu verlassen. Wobei man durchaus da in ein Problem kommen konnte. Man konnte aus der direkten Frontnähe fliehen vor der russischen Armee, dann im Hinterland von der österreichischen Armee evakuiert werden, dann innerhalb Österreichs, wo man hin evakuiert wurde, als jüdischer Spion für die russische Seite dann in Internierungslagern landen. Also es war durchaus sehr ambivalent, denn die russische Armee misstraute den Juden heftigst und die österreichische tat es ebenso. Was dann zu schockierenden Erlebnissen bei den Flüchtlingen führen konnte, denn beispielsweise die Flüchtlinge aus Stanislau, die jüdische Bevölkerung, polnisch Stanisławów, flüchtete vor der russischen Armee Anfang 1915 nach Kolomea und erhielt dann aber von österreichischer Seite den Befehl, dass sie nicht in Kolomea bleiben durften. Nachdem sie schon nicht wirklich etwas mitnehmen konnten, wurden sie dann
wie man hier an dem Zitat sehen konnte, auch noch ihrer restlichen Habe beraubt, kam in Konflikt mit den polnischen Legionen, die Piłsudski aufgestellt hatte und die auf österreichischer Seite kämpften und denn von Teilen der österreichischen Armee wurde die Bevölkerung aufgefordert, bitte nicht bei Juden zu kaufen, und sie fühlten sich doppelt benachteiligt und schrieben daraufhin an ihren Schutzpatron den hier zitierten Brief, nämlich an den Kaiser höchst selbst. Der Brief beginnt mit treuherziger Kaiser und endet mit Amen. Leider ist die Hoffnung, die sie in den Kaiser setzten, denn der Mythos Franz Josef, den es nachher in der Zwischenkriegsliteratur zuhauf gibt, man denke an Autoren wie Josef Roth, der als Schutzpatron für die Juden, als übernationale Macht ein Auge auf sie hatte, den gab es, wie man an diesem Schreiben sehen kann, tatsächlich. Nur hat sich die Hoffnung der Juden aus Stanislau nicht erfüllt. Dieser Brief stammt aus den Akten des Innenministeriums und trägt dort den handschriftlichen Vermerk: zur weiteren Verfolgung des Vorgangs kein Anlass. Also der Kaiser hat diesen Brief leider nie zu sehen bekommen und die Juden aus Stanislau machten sich auf eine Odyssee, die dann in einem Internierungslager landete für Teile davon, und erst nach 1918 konnten sie zurückkehren. Als die russische Armee in Galizien die einzelnen jüdischen Städte eroberte, ging das oft nicht ohne Pogrome ab, wobei man ein Muster erkennen kann, hier nochmals eine Beschreibung des schon zitierten Joachim Schönfeld aus seiner Heimatstadt Sniatin. Wobei es interessant ist, dass meistens die Pogrome von Soldaten initiiert wurden, sich die lokale christliche Bevölkerung daran beteiligte und es scheint, was Pogrome angeht, tatsächlich ein ungeschriebenes Gesetz zu geben, dass es nach 3 Tagen die Offiziere dann beschlossen haben, jetzt reicht es, jetzt haben sie sich ausgetobt, jetzt schreiten wir ein. Aber 3 Tage nach der Eroberung der mehrheitlich von Juden bewohnten Orte, finden sie interessanterweise dann auch später, 1918, 19, in den Kriegen zwischen Polen und Ukrainern oder zwischen Litauern und Polen, wenn es da zu Pogrome kommt und die Armee in irgendeiner Form beteiligt ist, dann wird interessanterweise nach 3 Tagen immer eingeschritten, ohne dass man dazu irgendwas finden kann, dass das auf einen geordneten Befehl zurückgehen sollte. Entweder ist es psychologisch oder anthropologisch als Konstante zu denken, oder es ist wirklich die mythische Zahl 3, die hier eine Rolle spielt. Und wie Sie in dem Brief aus Kolomea lesen konnten, die russische Armee ging anfangs auch mit dem Argument, was wir brauchen die Juden nicht im Kriegsgebiet, die reden sowieso Jiddisch, was laut Meinung der russischen Armeeführung ein deutscher Dialekt war. Und dementsprechend sind das Spione für die deutsche Seite oder die österreichische Seite.
und begannen sie nach Russland zu vertreiben. Woraufhin sich natürlich auf Seiten der Generäle in Russland selber, im russischen Kriegsgebiet, das per Definition Gesamtwestrussland umfasste, also einschließlich St. Petersburg. In diesem Gebiet hatte die zivile Administration und die zivile Regierung in Petersburg nichts zu sagen. Also selbst in der Stadt Petersburg, in der die russische Regierung saß, hatte sie nichts zu vermelden, denn die stand komplett unter militärischer Verwaltung. Das Dumme war nur, dass sämtliche Juden im Russischen Reich nur in Westrussland wohnen durften und dementsprechend alle im Kriegsgebiet wohnten. Und der Generalstabschef Nikolai Nikolajewitsch Januschkiewicz, Stellvertreter des Oberkommandierenden und Onkel des Zaren Nikolai Nikolajewitsch, Großfürst seines Zeichens, der erließ daraufhin den Befehl angesichts der jüdischen Vertriebenen aus Galizien, ich zitiere aus einem untergeordneten Befehl eines Da wir in Russland ohnehin zu viele Juden haben, kann ein weiterer Zustrom derselben dazu noch aus Galizien nicht zugelassen werden. Jetzt gab es natürlich das Problem, wohin damit? Woraufhin dann der Befehl entlassen würde, gut, wenn wir sie in der Richtung nicht loswerden können, dann vielleicht in die andere Richtung. Man trieb sie in die Front. Man teilte den Österreichern noch mit, kurz vorher, passt auf, jetzt kommen ein Haufen Juden, hört mal kurz auf zu schießen. Die österreichische Armee dachte, was ist das denn für ein Trick? Und hörte natürlich nicht auf zu schießen. Diese Politik wurde irgendwann nach relativ kurzer Zeit eingestellt, ob aufgrund von Intervention des Papstes, wie einige hinterher behaupteten, oder weil sie sich einfach nicht als praktikabel erwies, wobei ich eher zum Zweiteren neige, lässt sich nicht genau feststellen. Man ging also dazu über, dann, nachdem man schon in ganz Galizien durch Ostgalizien ziehende jüdische Flüchtlinge oder evakuierte oder vertriebene Zivilbevölkerung hatte und nicht wusste, wohin damit, ging man dann über, Geiseln zu nehmen. Und gleichzeitig versuchte man also so, dass die übrige jüdische Bevölkerung ruhig zu stellen, indem man die Honoratioren als Geiseln nach Russland mitnahm und sagte, wenn ihr nicht brav seid, bringen wir sie um. Das Problem war nur, innerhalb Russland selber, nachdem jetzt Russland ab Frühjahr 1915 und in Ostpreußen schon die Schlacht bei Tannenberg und bei den Masurischen Seen gegen Deutschland und dann auch gegen Österreich zu verlieren begann, ging man dazu über, einen Krieg gegen die eigene jüdische Bevölkerung unter dem Stichwort der Krieg gegen den inneren Feind, den Verräter, zu führen. Für die jüdische Bevölkerung, die im Kriegsgebiet zurückgeblieben war, ergab sich das Problem, dass sie jetzt von sämtlichen Verbindungen und sämtlicher Versorgung abgeschnitten war und dementsprechend verarmte, denn viele Gemeinden waren auf Unterstützung
aus dem Ausland angewiesen. Und es verbreiteten sich immer mehr Seuchen und Hunger, was dann wiederum dem Stereotyp, dem antisemitischen Stereotyp vom sowieso schon dreckigen und verlausten Juden entsprach. Und der russische Generalstab, der sich irgendwann in die Politik der verbrannten Erde, die Strategie der verbrannten Erde stürzte, wir lassen dem Feind nichts zurück, wenn wir uns zurückziehen, was er verwenden kann, sah für seine eigene militärische Niederlage, wie ein gut informierter russischer Diplomat in seinen Memoiren in den 30er Jahren ganz eindeutig schrieb, sie konnten nicht selber schuld sein, also musste jemand gefunden werden als Sündenbock und das konnten nur die jüdischen Verräter sein. Was dann dazu führte, dass erst die Vertreibungs- und Evakuierungspolitik auf die Juden betraf, dann die Russlanddeutschen im eigenen Reich, die man ganz konkret als Gegner aus dem Kriegsanlass und als Verräter ansah. Aber ab Ende 1915 wurde das eigentlich auf alle fremden Ethnien in Russland übertragen und die wurden als unzuverlässig gesehen. Also alles, was nicht großrussisch war, war per se schon mal des Verrats verdächtig. Was dann, Sie haben das Buch auf Ihrer Auswahlbibliografie, Peter Guttrell dazu brachte, seine Studie zu den Flüchtlingen in Russland während des Ersten Weltkriegs, A Wall Empire Walking, zu nennen, ein ganzes Imperium in Bewegung. Von dem Krieg gegen den inneren Feind profitierte Von dem Krieg gegen den inneren Feind profitierte natürlich die lokale Bevölkerung, auch wenn sie sich nicht immer an der Vertreibung selber beteiligte, so sahen sie doch eine gute Möglichkeit, davon zu profitieren. Mit der Wiedereroberung des Gebiets mit der Wiedereroberung Ostgaliziens und der Eroberung der westrussischen, also sprich polnisch-baltischen Gebiete, hoffte ursprünglich die jüdische Bevölkerung, nun würde es besser werden, zumal die Mittelmächte sich auch als Befreier der Juden gerierten und es diverse Aufrufe an die jüdische Bevölkerung gab. Es kursiert immer noch die Behauptung, dass diese Aufrufe, Ludger Haidt beispielsweise, vertritt diese Meinung vehement, dieses Jahr schon wieder in einem Zeitungsartikel in der Zeit, dass diese Aufrufe schuld seien an der Behandlung der jüdischen Bevölkerung durch die russische Armee. Ich würde das vehement bestreiten. Unabhängig von diesen Aufrufen war die Überzeugung in der russischen Armee, dass die Juden Verräter seien, schon ab 1912 spätestens allgemeine Meinung. Mit der Rückeroberung Galiziens und der Bukowina sollte es also besser werden. Allerdings sollte sich diese Hoffnung als trügerisch erweisen. Der spätere Bukowiner Lyriker Moses Rosenkranz
Beispielsweise erinnerte sich das mit dem Auftauchen der österreichischen Verbände dann denen auf dem Fuß Verbände folgten, denen es nur um die Ausplünderung des Gebiets ging und um die Suche nach Verrätern, während die Österreicher vor allem unter der orthodoxen Bevölkerung nach Verrätern suchten, also in der Bukowina unter Rumänien und in Galizien unter Ruthenen, schlug das dann aber auch sehr schnell auf die jüdische Bevölkerung um, sodass die Juden erst als Spione für die Deutschen gesehen wurden und dann als Spione für die Russen. Allerdings der Unterschied zwischen der österreichischen und der russischen Position ist ganz klar. Während die russische Armee das kollektiv als Vorwurf erhob, wurde es von der österreichischen Seite immer wieder nur von Einzelnen erhoben. Was auch damit zusammenhing, dass die österreichische Verwaltung in Galizien überwiegend aus ethnischen Polen bestand und die dann in die österreichisch besetzten Gebiete russisches Polens quasi exportiert wurden, um das Sprachproblem zu lösen und eine Möglichkeit zu haben, mit der Bevölkerung zu kommunizieren. Sie haben also bei österreichischen Offizieren sehr verbreitet antisemitische Stereotype Bilder, bei deutschen Offizieren übrigens auch. Und man unterstellt den Juden, sie seien zwar nur aus Not russische Patrioten gewesen und hätten sich auf die russische Seite gestellt, aber sieht das dann gleichzeitig wieder als das Stereotyp vom unzuverlässigen jüdischen Verräter bestätigt. Und die Bevölkerung, die dann in die Orte zurückkehren konnte nach der Eroberung durch die Mittelmächte, sah sich dann mit dem Problem konfrontiert, dass ihre Häuser meistens von der lokalen Bevölkerung, die zurückgeblieben war, also von ihren christlichen Nachbarn, mit Beschlag belegt wurden oder ausgeplündert waren. Und es gibt mehrere Beispiele, wo österreichische Verwaltungsbeamte, und wir reden in diesem Fall aus einem Fall aus Galizien, also einem ursprünglich österreichischen Gebiet, das ursprünglich nicht Kriegsgebiet war und es erst nach der Rückeroberung dann blieb, da bekamen sie dann solche Sätze zu hören: Warum seid ihr zurückgekommen? Wir brauchen euch hier nicht. Wir waren froh, dass wir euch los sind. Ähnliches fand sich dann auch beispielsweise im Südteil des von Österreich besetzten Kongresspolens, also Russischpolens ehemals, wo ein Stadtkommandant eine Kontribution verhängte, was laut der Hager Landkriegsordnung von 1907, an die sich eigentlich alle halten sollten im Ersten Weltkrieg, aber nur hielten, wenn es ihnen gerade passte. Also es gibt seitenweise juristische Diskussionen, warum man jetzt sich daran halten muss, aber im Ernstfall wird diese Diskussion dann völlig außer Kraft gesetzt. Wie hier, wo ein lokaler Kreiskommandant eine Kontribution für die jüdische Bevölkerung verhängt. Diese beschwert sich beim Militärgeneralgouverneur in Lublin an höchster Stelle und der antwortet doch sehr interessant, nämlich höchst bürokratisch, nachdem die Kontribution ja von der jüdischen Gemeinde bezahlt werden sollte, beklagt sich auch die jüdische Gemeinde. Laut österreichischem Verständnis war die jüdische Gemeinde aber keine weltliche Korporation, sondern eine religiöse.
und sollte sich also bitte nur um die religiösen Angelegenheiten kümmern, worauf er extra hinweist. Aber im nächsten Satz sagt er dann doch, wegen der schlechten Publicity, das muss unterbunden werden. Und das tut er dann auch, Gott sei Dank. Aber wie gesagt, es war ein Problem mit den Einzelfällen. Von Deutschland besetzten Gebiet, also dem nördlichen Teil Russisch-Polens und dem Baltikum, gab es zwei verschiedene Administrationen. Die eine, das Gebiet des Oberbefehlshabers Ost im Baltikum, kurz Oberost genannt. Dort entwickelte sich eine Besatzungspolitik, die eigentlich nur mit einer kolonialen Ausbeutungspolitik der übelsten Sorte zu vergleichen ist. Gleichzeitig aber gab es das Kuriosum, dass dort General Ludendorff, denn ursprünglich Oberbefehlshaber Ost war General Hindenburg und sein Generalstabschef und Generalissimus war Erich Ludendorff. Erich Ludendorff stellte irgendwann fest, die Engländer sind uns in der Propaganda um einiges voraus. Stichwort Belgien. Die schlechte Publicity in Belgien lag vor allem an der englischen Propaganda, was Ludendorff gut erkannte und sich bei seinem Adjutanten Hans Frenz darüber beklagte, woraufhin Frenz, der Schwiegersohn von dem Schriftsteller Sudermann war, zu ihm sagte, ja, wenn wir anders als die Engländer auch unsere Schriftsteller und begabten Literaten, statt sie für die Propaganda zu verwenden, an die Front schicken und sie totschießen lassen, was wollen sie? Woraufhin Ludendorff sagte, das müssen wir ändern. Und daraufhin an der Pressestelle Oberost ein wahres Who is Who der Berliner Vorkriegsliteraten und Künstlerkreise versammelte, beispielsweise Karl Schmidt-Rottluff oder Arnold Zweig. Und Arnold Zweig beschrieb dann auch seine eigenen Erfahrungen in Litauen, wo das Leben der jüdischen Bevölkerung alles andere als rosig war, wegen der rigorosen Ausbeutung, wobei hier die Deutschen sich sozusagen ein, im wahrsten Sinne des Wortes, Eigentor geschossen haben, ohne es selber erkennen zu wollen. Denn dadurch, dass sie selbst die Kupferbadewannen der Mikwe, also der religiösen jüdischen Badeanstalten, wegen des kriegswichtigen Kupfers requirierten und die Wasserhähne, brauchten sich nicht zu wundern, dass die Juden nicht mehr in der Lage waren, zu baden. Aber dass sie das Problem selber mitverursacht hatten, wollten sie natürlich nicht sehen. Es war natürlich wieder nur eine Bestätigung, dass Juden dreckig und verlaust sind. Ansonsten erwiesen sich also die Hoffnungen auch als in anderer Hinsicht, da der Handel in deutscher Hand und nicht mehr in jüdischer Hand war, als verfrüht und die ökonomische Situation war katastrophal. In Oberost ging es nur insoweit, dass die deutschen Juden, die dort eben an dieser Pressestelle saßen, mit dem Referenten für jüdische Angelegenheiten, dem Grafiker Hermann Struck an der Spitze, taten, was sie konnten, um die Situation zu erleichtern. In Kongresspolen bzw. im dann Generalgouvernement Warschau, also dem nördlichen Teil des von Deutschen besetzten Kongresspolens, sah die Situation ähnlich aus.
Sie haben hier einen Auszug aus einem Tagebuch, das ich der Einfachheit halber in der englischen Übersetzung zitiere, denn es ist auf Englisch, das Original ist auf Jiddisch, aber das, es ist auf Englisch publiziert, wo eine 14-Jährige über die Besatzungspolitik der Deutschen schreibt, dass es alles andere als das war, was sie erwartet hatten, da sie ursprünglich ja gedacht hatten, die Deutschen kämen als Befreier, denn sie hatten sich ja so geriert. Selbst der Verwaltungschef im Generalgouvernement Polen in Warschau, Wolfgang von Kries, schrieb also in offiziellen Verwaltungsberichten von 1916 über Flecktyphus, dass das eine typisch jüdische Krankheit sei. In dem Bericht zwei Wochen später regte er sich dann auf, dass selbst bei Rabbinern Läuse gefunden wurden. Dass angesichts der hygienischen Gesamtsituation und der Hungersituation, die herrschte, und die Leute lebten eigentlich vor allem von Schmuggel und von der Hand im Mund, dass dabei eine Rolle spielt, wollten die Deutschen nicht wirklich sehen. Es gab im Ersten Weltkrieg also ein generelles Problem, nämlich das, dass die Versorgung der Städte und das Seuchenproblem in den Städten, in den deutschen Besatzungsgebieten im Osten, nicht wirklich in den Griff bekommen wurde. Was, und jetzt komme ich zu einer steilen These, meiner Ansicht nach dafür der Grund ist, dass im Zweiten Weltkrieg vielfach Generäle beschlossen haben, Städte nicht zu erobern, um sie nicht versorgen zu müssen, bevor die jüdische Bevölkerung nicht vernichtet war. Denn die Generäle des Zweiten Weltkriegs und die Generalstäbler des Zweiten Weltkriegs waren die Unteroffiziere und die bis hin zu den jungen Majoren des Ersten Weltkriegs. Anhand der Aktenlage lässt es sich nicht nachweisen, aber Kollegen, die sich mit der Besetzung beispielsweise von Leningrad beschäftigt haben, halten es durchaus für möglich, dass hier eine Erklärung ist dafür, warum der Befehl zurückgezogen wurde, obwohl die deutsche Armee schon in den Vororten von Leningrad stand, sich daraus zurückzuziehen und die Stadt zu belagern, statt sie zu erobern, zu einem Zeitpunkt, als sie das noch gekonnt hätten. Denn dann hätte man sie versorgen müssen. Die Strategie des Aushungerns im Zweiten Weltkrieg geht meiner Ansicht nach auf genau diese Erfahrung des Ersten Weltkriegs zurück. Gleichzeitig, und jetzt wird es also reichlich kurios, bot die deutsche bzw. österreichische Besatzung zwar ökonomisch große Probleme, gleichzeitig befand man sich aber nicht mehr in akuter Lebensgefahr, weshalb dann das Gefühl von Sicherheit, vor allem als die Ordnung wiederhergestellt wurde, Oberhand nahm und die jüdische Bevölkerung sich vor allem unter deutscher und österreichischer Verwaltung zu reorganisieren begann, politisch und kulturell, da die deutsche Besatzungsgesetzgebung diese Möglichkeit bot, beispielsweise zur Vereinsgründung und zur politischen Betätigung. Denn es sollten sowohl in den jüdischen Gemeinden, wo es inzwischen keine Gemeindeführung mehr gab,
als auch in den Städten selber, in der politischen Gemeinde, sollten neue Vertretungen gewählt werden. Und wie gesagt, es bot sich die Möglichkeit, Vereine zu gründen und war bis dahin das osteuropäische Judentum vor allem durch den Gegensatz von Orthodoxie, also der jüdischen Orthodoxie, traditionell und einer kleinen Schicht von Assimilanten geprägt, kam jetzt verstärkt sozialistische Gruppierungen wie der Jüdische Arbeiterbund oder spätestens mit der Balfour-Deklaration und der Möglichkeit eines eigenen Staates in Palästina 1917, die zumindest am fernen Horizont schwebte und durchaus in ganz Osteuropa oder im ganzen östlichen Europa heftig diskutiert wurde, führte das zu einem Aufschwung auch bei den Zionisten. Also die jüdische Gemeinde als solche differenzierte sich aus, wurde fragmentierter und musste sich neu positionieren. Und es gibt also mehrere Beispiele, wo gerade die Jugend jetzt aktiv wird. Hier haben Sie ein Beispiel des späteren Schriftstellers und Anwalts Sami Gronemann über einen Kulturverein in Białystok, und er sagt also, in irgendeiner Form hatten die alle einen politischen Einschlag, wobei man sagen muss, wie Desanka Schwara zu Recht festgestellt hat, für viele Mitglieder ging es nicht so sehr um die politische Ausrichtung dieser Vereine, sondern es war eine Möglichkeit, sich unter Jugendlichen zu betätigen und aus den starren Verhältnissen des Elternhauses einfach auszubrechen. Die hier bereits zitierte Anneke Hahn träumte schon vor dem Krieg nach Amerika auszuwandern, was ihr als eine der wenigen während des Krieges 1916 auch gelang, was sie aber nicht daran hinderte, einen Hebräisch-Sprachkurs der Zionisten zu besuchen. Denn dort konnte man mit Gleichgesinnten diskutieren und dieselben treffen. Und dementsprechend verzweifelt war sie dann auch, als der hebräische Sprachkurs irgendwann ausfiel, weil das orthodoxe Rabbinat dagegen intrigiert hatte und die politische Komponente dieses Krieges, der Krieges jetzt in Anführungsstrichen bitte zu verstehen, der damals zwischen Orthodoxie und Zionisten tobte, die will sie natürlich nicht sehen. Sie fühlt sich jetzt nur wieder einer ihrer Bildungschancen beraubt, denn für sie als Mädchen, die nur eine Volksschulausbildung hat und dann von ihrem Vater gesagt bekam, das reicht für dich, ist das natürlich zu wenig, und sie kämpft ihr ganzes Leben lang darum, möglichst zu Bildung zu kommen. Wobei die Juden im deutsch besetzten Gebiet noch einen Vorteil hatten, denn sie im Unterschied zum österreichischen, wo wie gesagt, ja meistens galizische, also sprich ethnisch polnische Verwaltungsbeamte eingesetzt wurden, hatten die Deutschen nichts Vergleichbares. Denn im Gebiet um Posen, wo es auch eine polnische Bevölkerung gab, waren die, die in der Armee als höhere Positionen hatten, inzwischen so germanisiert, sofern sie überhaupt in höhere Positionen kamen, dass sich das nicht anbot. Und dementsprechend waren die Deutschen dann auf die Juden als Dolmetscher angewiesen, was dann zu so kuriosen Dingen führt, dass sich ein Stadtkommandant beispielsweise einen 14-jährigen
sehr aufgeweckten jüdischen Jungen erst als Dolmetscher anheuert und den dann schließlich zum Bürgermeister des Dorfes ernennt, um sich die Arbeit zu erleichtern. Also es gab da sehr verschiedene Möglichkeiten. Das führte aber dazu, dass in der Erinnerung im Nachhinein die Zeit ab 1915 bis 1918 als relativ friedlich im Vergleich zu dem, was vorher war, mit den Massenvertreibungen, Massendeportationen, Erschießungen gesehen wurde. Denn das, was danach kam, war ähnlich schrecklich und chaotisch, denn der Krieg ging aus dem großen Krieg in den kleinen Krieg über. Und nach 1918 kam es nahtlos an den Grenzen Polens erneut zu kriegerischen Konflikten im Norden zwischen Litauern und Polen im Kampf um Vilno. Und im Süden mit den Ukrainern. Und wieder waren es die Juden, die zwischen die Fronten gerieten und als Spione der jeweiligen anderen Seite gesehen wurden. Und ein damals ebenfalls 14-jähriges Mädchen, dessen Tagebuch sich erhalten hat, und deren Tagebuch, das sie 1917 begonnen hat, Ende 1917, bis dahin den Krieg eigentlich nicht thematisiert, beginnt ihn jetzt zu thematisieren nach dem Ende des eigentlichen Ersten Weltkriegs, nämlich in dem Moment, wo sie sich selber bedroht fühlt. Denn Krakau, in dessen Nähe sie wohnt, war nicht von den Russen erobert und war noch relativ friedlich, also das Hin und Her der Front hat sie nicht miterlebt. Das erlebt sie dann erst 1918-19 mit den Pogromen und der gegen die Juden gerichteten Gewalt und schreit dann im wahrsten Sinne des Wortes auf. Diese Wahrnehmung von die russische Herrschaft während des Ersten Weltkriegs war klar, war furchtbar, war gefährlich. Mit den Deutschen konnte man noch reden. Okay, es war nicht einfach, aber es war okay im Vergleich mit dem, was wir dann später bei den Polen erlebt haben. Hatte 20 Jahre später tragische Auswirkungen. Denn die ostjüdische Bevölkerung hat die Gefahr, die von dem erneuten deutschen Einmarsch 1939 ausging, schlicht nicht erkannt oder zu spät erkannt. Nach dem Motto, so, okay, jetzt kommen die Deutschen, es wird nicht einfach, aber mit denen können wir reden, das haben wir schon 1914 geschafft. Dass sich die Einstellung der Deutschen inzwischen radikal geändert hatte, wurde leider übersehen. Es gibt, zumindest habe ich in meiner Dissertation und bei den Forschungen für meine Dissertation und auch seitdem nicht wirklich viele Hinweise gefunden, wo sich die Nationalsozialisten explizit mal auf den Ersten Weltkrieg beziehen. Einen der Hinweise sehen Sie hinter mir. Das ist nämlich ausgerechnet aus dem übelsten aller Pseudodokumentar- und Propagandafilme Der ewige Jude, wo es der beginnt mit Bildern aus dem jüdischen Viertel Lodz, bevor die dort das hermetisch abgeriegelte Ghetto errichten. Und zu diesen Bildern, die alle nur zeigen sollen,
wie furchtbar gefährlich, dreckig und verlaust. Also sämtliche Stereotypen sollen hier bitte nochmal mit Bildmaterial bestätigt werden. Wird dieser Text gleich zu Beginn des Films gesprochen mit einem der wenigen expliziten Hinweise, dass man jetzt sozusagen schlauer ist und die Juden als Gefahr erkennt. Die jüdische Bevölkerung hat es selber nicht erkannt, als beispielsweise, und mit diesem Beispiel möchte ich enden, im Jahr 1940 sich Hitler und Stalin im Hitler-Stalin-Pakt auf die 39 auf die Aufteilung ihrer Interessenssphären einigten und dann die Bevölkerung ausgetauscht werden sollte in Lemberg in Ostgalizien, gibt es also Berichte, dass sich an der Grenze Züge trafen und Flüchtlinge, jüdische Flüchtlinge sich an Bahnhöfen trafen und sich gegenseitig, die einen flohen vor den sowjetischen Truppen nach Westen, die anderen flohen vor den Deutschen nach Osten und jeder versuchte den anderen zu überzeugen, dass sie in der falschen Richtung fliehen. Sie sehen, es wird in den letzten Jahren zunehmend untersucht, die Zusammenhänge zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Aber meiner Ansicht nach sind sie gegeben, auch wenn der Erste Weltkrieg noch was ganz anders war als der Zweite. Ich bedanke mich. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich für diesen sehr vielfältigen Einblick in ein sehr großes Gebiet. Ich bin immer wieder selber sehr beeindruckt, wie lange diese Ostfront ist, also wie physisch. In der physischen Übersicht und wie vielfältig die Gebiete sind, durch die sie führt. Jetzt würde ich gerne den Raum für Fragen öffnen. Bitte melden Sie sich und ich gebe das Mikro rum. Ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht überfahren. Mich würde noch interessieren, die Auswirkungen, also Sie haben ja über den Ersten Weltkrieg gesprochen, aber ja kurz nach dem offiziellen Frieden hat ja die polnische Armee unter General Piłsudski ist ja Richtung Osten marschiert und ich denke, die Juden waren, oder die übrig gebliebenen Juden in Galizien, waren ja bestimmt auch wieder besonders betroffen. Könnten Sie vielleicht noch kurz zusammenfassend einige Worte darüber sagen? Kein Problem. Ich hatte es also angedeutet. In dem Moment, die beispielsweise in Lemberg, Lviv, geraten die Juden wie erneut zwischen die Fronten, indem jede Seite sie der Kollaboration mit der jeweiligen Gegenseite verdächtigt, wobei sie sich in den meisten Fällen ganz versucht hatten rauszuhalten, aber schon das wurde ihnen als Verrat angekreidet, denn mehr noch als im Ersten Weltkrieg, wo ja Polen und Litauer eigentlich oder Polen und Ukrainer eigentlich nichts wirklich zu gewinnen hatten aus ihrer Sicht, zumindest nicht die Nationalisten, galt es verstärkt, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Und diese Sichtweise wirkt sich also sehr negativ aus. 1919 kommt es in Lemberg zu Pogrom. Der erste Pogrom nach der Unabhängigkeit findet am ersten Tag, dem heute schon
heute in Polen als Nationalfeiertag gefeierten 11. November in Kielce statt, wo wir feiern die Unabhängigkeit unseres Polens, schlägt dann alkoholisiert in einen Pogrom um. Sie haben schon 1918, also eigentlich noch unter österreichischer Herrschaft, das ist, glaube ich, der allererste, einen Pogrom, der 3 Tage lang im jüdischen Viertel von Krakau wütet. Wobei, wenn Sie da in die Presse schauen, ist da von Hungerkrawallen die Rede. Also wegen der Pressezensur wird das dann nur zum Teil so benannt, aber die späteren Untersuchungskommissionen, die es dann auch von Seiten der Alliierten gab, sind da ziemlich eindeutig. Auch wenn sich die Zahlen, die da in der rumgeistern, also astronomisch übertrieben sind. In Lemberg gab es also 49, zumindest gesichert, mindestens 49 Tote, was schon ein großer Schock war, denn wir dürfen nicht vergessen, das, was wir heutzutage an Zahlen im Kopf haben, das ist alles geprägt durch den Zweiten Weltkrieg. In Wilna sah es genauso aus, also, oder ähnlich. Ja, ich habe eine Frage zu den Selbstzeugnissen und damit auch eine Frage generell zur Ausübung von Gewalt. Also was ich ja sehr interessant finde an den jüdischen Selbstzeugnissen, ist ja, dass die sehr oft für die ersten Jahre des 20. Jahrhunderts immer damit beginnen, mit einer glücklichen Kindheit im Städtel. Oder? Also ich glaube, es gibt kaum ein Selbstzeugnis, egal ob Armut, Elend, es beginnt immer mit dieser glücklichen Kindheit im Städtel und später brach dann die Weltgeschichte über einem ein. Und was mich da immer beschäftigt, wenn ich diese Selbstzeugnisse lese über jüdisches Leben in Osteuropa, ist im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg, wie du das interpretieren würdest, wer denn die Gewalt initiierte. Also weil in den Selbstzeugnissen selber wird ja immer vom friedlichen Zusammenleben, also klar, Kinder mussten sich zum Teil heimlich treffen, um miteinander zu spielen, also christliche und jüdische Kinder. Und so, aber insgesamt geht man von einem friedlichen Zusammenleben aus. Und mich würde jetzt nach der Schilderung in deinem hochspannenden Vortrag auch interessieren, wie du das selber interpretierst, wer Anstoß war für Gewalt an der Zivilbevölkerung. Also kann man einfach sagen, das war von den Soldaten immer ausgehend, also ist es wirklich die Besatzung und die Zivilbevölkerung hat dann einfach entschieden, mal mitzumachen. Das würde ja dann den gesamten Selbstzeugnissen widersprechen, die auch oft in den 50er, 60er Jahren geschrieben wurden. Also mich würde da deine Meinung interessieren, wie dieses Idyll zu interpretieren ist in den Werken. Das Idyll ist sozusagen meiner Ansicht nach aus dieser doppelten, weil wir haben die Pogrome zu Beginn des Krieges, zumindest als die russische Armee einmarschiert, haben wir, da sind sie weitgehend initiiert, soweit das bisher untersucht wurde und soweit man sagen kann, ging die Initialzündung wohl von den Soldaten aus ursprünglich, also für die Jahre 14, Anfang 15 bis Mitte 15, wobei die natürlich auf die jüdische Bevölkerung, auf die christliche Bevölkerung angewiesen waren, um die Juden überhaupt erstmal zu finden, es sei denn, sie erkannten sie zufällig, aber welches die jüdischen Häuser waren, das haben sie von den jeweiligen Nachbarn erfahren. Gleichzeitig hatte man natürlich auch Nachbarn, die dann Juden versteckt haben. Genauso wie sie dann die Nachbarn später, als wenn die Juden vertrieben wurden, nichts dagegen hatten, dass sie weg waren und davon ganz eindeutig profitiert haben. Schwieriger wird es dann später, denn in vielen Fällen, also bei den späteren Pogromen dann zu Kriegsende, 18, 19, 20, da ist es dann überhaupt nicht mehr eindeutig. Da ist es zum Teil schon eher die Bevölkerung, die dann davon ausgeht und sagt,
wie das Zitat, wir waren froh, dass wir euch los sind, jetzt taucht ihr hier wieder auf und das wird dann sozusagen zum Pulverfass. Wobei, wenn man dann in die Tagebücher guckt, also es ist ganz kurios, wenn man jetzt nicht in die Erinnerungen guckt, denn die sind sozusagen, das Idyll ist quasi doppelt, denn es liegt vor dem Ersten Weltkrieg und dazwischen liegen zwei Krisenperioden und eine einigermaßen Stabilitätsperiode. Aber wenn man sich zum Beispiel Hanneke Hahns Tagebuch anguckt, das Mädchen wollte eigentlich aufs Gymnasium. Die wollte eine höhere Bildung haben, hat es sogar so weit geschafft, dass sie die Prüfung aufs russische Gymnasium bestanden hätte. Nur sie stellt fest, meine Eltern werden mich nicht lassen, denn sie können sich es finanziell nicht leisten. Wir sind zu viele Kinder und sie, im Unterschied zu ihrer älteren Schwester, die da auch nicht hin darf und dann quasi der Mutter im Haushalt hilft oder darauf wartet, verheiratet zu werden, beschließt sie, also dann will ich wenigstens, wenn ich schon nicht lernen darf, dann will ich wenigstens was für die Verbesserung der Situation tun, meiner Familie, und wird mit 10 Jahren Hutmacherin und Schneiderin, hat einen 10-Stunden-Tag, trifft sich morgens um 6 aber noch mit ihren Freundinnen im Park oder abends um 10 nach der Arbeit. Und wenn man das Tagebuch liest, wird man das Gefühl nicht los, dass sie ihr Leben zwar als hart empfindet, vor allem weil sie von der Bildung weitgehend ausgeschlossen ist, aber sie empfindet es nicht wirklich als so schwer und so negativ. Also selbst das Tagebuch hat was Idyllisches, weil sie es nicht anders kennt. Also der Traum von Amerika, den sie dann tatsächlich auch realisiert, und sie ist es weitgehend, die dann nachher dafür sorgt, indem sie dann in Amerika weiterschuftet, dass ihre Familie in den 20er Jahren nachkommt, denn sie wandert erst nur mit ihrer Schwester aus. Also da hat man dann also trotz Krieg immer noch das Gefühl, und das ist ja dann nicht mal gebrochen durch die spätere Wahrnehmung. Also irgendwie scheint es da was gegeben zu haben, nur bei den Memoiren ist das natürlich dann immer schwierig, das zu sagen. Ich möchte eine Frage stellen zu dieser Grenze, die Sie erwähnt haben. Sie haben gesagt, dass die Juden eigentlich nur im westlichen Teil von Russland leben konnten. Wie ist es zu dieser Grenze gekommen? Und was hat das eigentlich für die Juden bedeutet? Also sie konnten nicht bis nach Moskau ziehen. Sie haben gesagt, die Grenze ging irgendwie da bei St. Petersburg, Leningrad vorbei. Wie ist es zu dieser Grenze gekommen? Diese Grenze ist im 18. Jahrhundert quasi de facto dadurch entstanden. Also im Russischen Reich gab es von einigen Fernkaufleuten abgesehen, die das Recht hatten, in Moskau und St. Petersburg zu siedeln, mit Ausnahmegenehmigung, aber das waren also eine Handvoll bis bestenfalls ein paar Dutzend, gab es keine jüdische Bevölkerung. Russland hatte also keine jüdische Bevölkerung und damit auch kein Judenproblem, wie es im damals zeitgenössischen Diskurs hieß. Erst in dem Moment, wo Friedrich I. von Preußen, Katharina II. Und Maria Theresia Polen unter sich aufteilen, teilen sie damit ungewollt auch die polnischen Juden. Und das war die größte Menge osteuropäischer Juden, die es gab, mit, Julia, korrigier mich, 3,5 bis 4 Millionen damals, teilen sie sie auf. Und jetzt hat Katharina das Problem, denn Russland hat ein ziemlich starres System von Peter dem Großen und sie versucht das dann zu adaptieren auf eine westlich-bürgerliche Gesellschaft. Und
bestehend aus Landbevölkerung und Stadtbevölkerung. Und was machen wir jetzt mit den Juden? Und Katharina entscheidet, okay, wir tun sie zu der Stadtbevölkerung, denn Stadtbevölkerung war synonym mit der handeltreibenden Bevölkerung, Handwerkbevölkerung. Also von der Berufsstruktur gehörten die Juden eher zur Stadtbevölkerung. Sie lebten aber überwiegend in Kleinstädten, respektive eher Dörfern auf dem Land. Und dieses Problem blieb für Russland bis 1917 schlicht und einfach bestehen. Sie wussten nicht, wie sie damit hin sollten, aber von Anfang an war klar, wir wollen keine Juden außerhalb des Wohngebiets, wo sie sowieso schon wohnen. Und das war eben der ehemals polnische Teil. Das wurde natürlich, und dazu kam ich jetzt nicht, weil die Zeit zu knapp wurde, genau im Ersten Weltkrieg aufgeweicht, denn das Kriegsgebiet war gleichzeitig deckungsgleich mit dem Wohngebiet der Juden. Die Generäle sagten, raus mit den Juden, nur wohin? Denn diejenigen Gouverneure, die nicht im Kriegsgebiet das Sagen hatten, sondern dahinter, erklärten, wir wollen die auch nicht. Und schließlich trat die Regierung, der Ministerrat 1915 zusammen und diskutierte das Problem. Der damalige Ministerpräsident trat daraufhin schmollend und beleidigt zurück. Und im Endeffekt hat der Liberalste in der damaligen Regierung, ein Herr Krivoschin, seines Zeichens eigentlich nur Landwirtschaftsminister, dann die Initiative ergriffen, denn er sagte, wir können nicht gleichzeitig gegen die Deutschen und die Juden Krieg führen. Dann verlieren wir sowieso. Also eines der beiden Probleme müssen wir lösen. Und da wir das Problem mit den Deutschen nicht lösen können, sondern die Generäle, dann müssen wir das andere lösen. Also wurde darüber diskutiert, man müsste das Siedlungsgebiet der Juden dann erweitern. Nur wie? Und nachdem man die Duma nicht einberufen wollte und fürchtete, wenn man die fragt, wird sowieso nichts draus, haben sie dann einen eigentlich schon längst nicht aus der Verfassung gestrichenen Notfallparagraphen ausgegraben und per Innenministeriumszirkular dann vorübergehend die Maßnahme eingeführt, dass Juden auch außerhalb des ihnen zugestandenen Siedlungsgebiets siedeln dürfen. Wobei dann damit natürlich Juden in neue Gegenden kamen, was dann wiederum innerhalb Russlands während des Bürgerkriegs dann zwischen Weißen und Roten 1920 zu Konflikten führte, denn die wurden wieder auf dem Rücken der Fremden ausgetragen zum Teil. Hier war noch. Zu dem eben Gesagten eine Anschlussfrage. Es gibt ja im fernen Osten gibt es ein sogenanntes jüdisches autonomes Gebiet, mit Birobidschan konnten die Juden, nein, anders gesagt, wurde das dann im Anschluss irgendwie von der russischen Regierung aufgestellt oder können Sie kurz etwas dazu sagen? Also dieses Gebiet ist quasi eine spätere Erfindung, das ist eine stalinistische Sache, die der jüdischen Bevölkerung im Hintergrund spielt natürlich eine Rolle. Man wollte sie bündeln, ähnlich wie die Position der Zionisten. Wenn euer Ziel und euer Traum der Nationalismus und der eigene Nationalstaat ist, okay, wir können auch dieses Spiel mitspielen. Wenn ihr uns nicht wollt, dann gebt uns wenigstens irgendwo ein Stück Land, wo wir hin können. Sei es Palästina oder sei es Uganda oder
sei es Madagaskar. Also unter Zionisten wurden diese Pläne alle diskutiert. Und als dann Stalin von der aus seiner Sicht sowieso schon jüdischen Idee der Weltrevolution, für ihn symbolisch stand für ihn und für andere da sein Erzfeind Trotzki, als er davon abrückte und sozusagen Sozialismus und russischen Nationalismus verknüpfte, in dem Moment kam dann auch die Idee, wir müssen die Juden bündeln und irgendwohin, dann geben wir ihnen da ihr eigenes Stück Land und dann können sie wie die Ukrainer und so, und dann haben wir dieses Problem gelöst. Es funktionierte nie wirklich, weil es auch keiner wirklich lösen wollte. Aber das ist der Hintergrundgedanke und das hat sich erst Ende der 20er Jahre als Idee dann entwickelt. Umgesetzt worden ist es allerdings erst in Ansätzen in den 30ern und dann während des Zweiten Weltkriegs, als sowieso Stalin dabei war, unter dem Deckmantel des Krieges Ethnien zu Hunderttausenden hin und her zu verschieben. Also das hat nichts direkt mit dem Ersten Weltkrieg zu tun. Nur die Idee ist natürlich die gleiche, wie es bei den Zionisten dann auch gab. Ich weiß nicht, hört man das? Ja. Also Sie haben ja von den Evakuierungen gesprochen und dass viele dann auch wieder zurückgegangen sind. Und da würde mich aber auch interessieren, ob welche vielleicht geblieben sind und ob jetzt, Sie haben sich ja wahrscheinlich viel mit diesen autobiografischen Schriften befasst, ob man dazu irgendwie mehr weiß, von wem da, wie sie dann da gelebt haben. Wo geblieben? Ach, dahin, wo sie geflohen sind. Oder gebracht wurden, ja. Ja, also im Falle des Russischen Reiches sind einige da geblieben, also in dem Moment, wo das Ganze dann erweitert wurde und sie da bleiben konnten. Nur da wurden sie meistens als Fremde angesehen und sind dann zum Teil lieber in Gegenden gezogen, wo es Juden schon gab. Viele der Flüchtlinge beispielsweise aus Galizien, die sind dann in das Innere der Monarchie gegangen, vor allem nach Wien und nach Prag. Sie haben dazu, habe ich Ihnen, ein bisschen was finden Sie zu den russischen Flüchtlingen und wie die dann nach dem Krieg versucht haben, zu den Flüchtlingen in Russland, nicht den russischen Flüchtlingen, finden Sie bei Peter Guttrell und bei Eric Lohr. Und zu Galizien gibt es sehr viele, die dann in Wien oder in Prag geblieben sind. Also beispielsweise Manish Berber, der Psychotherapeut und Schüler von Alfred Adler und spätere Schriftsteller, seine Autobiografie über die Flucht und dann sein Leben in Wien gehört meiner Ansicht nach zu den spannendsten Texten, weil meistens die Autoren, weil ihnen auch der Hintergrund fehlt und das Bildungsniveau, das aufschreiben, damit es nicht verloren geht und weil es eben ihre Kindheit war. Aber Sperber reflektiert hochgradig ständig mit, ob das jetzt stimmen kann, woran er sich erinnert und wie das tatsächlich war oder ob er jetzt das nur schreibt, weil es so gut zur Geschichte passt. Denn er kommt von Alfred Adler und Sigmund Freud her. Also da gibt es haben sie natürlich einige zur Galizienflucht. Sie finden in dem Buch von Anski, der war Ethnograph, russischer Jude, und der ging als Mitglied des russischen Roten Kreuzes nach Galizien, nach der Besetzung Ostgaliziens. Und dort finden Sie dann auch einige Hinweise. Gelegentlich macht
macht er so eine Vorausdeutung in seinem angeblichen Tagebuch, was dann keins ist, weil man an einigen Stellen merkt, Moment, er schreibt da was, was er in dem Zeitpunkt eigentlich noch nicht wissen kann. Also das Ding ist nachher noch überarbeitet worden. Aber zumindest von russischer Seite, russisch-jüdischer Seite fallen mir im Moment fällt mir kein bekannter Autor ein, der dann seine Memoiren aufgeschrieben hätte und erst thematisiert hätte. Bei Bella Chagall findet man ein bisschen was und bei Marc Chagall in Vitebsk, aber das liegt auch nicht außerhalb des jüdischen Siedlungsgebiets. Ich hab gleich noch eine Anschlussfrage, auch wenn mich das dieser Fragenkomplex interessiert, kann man eigentlich irgendwie in einer sehr groben Art beziffern, wie viel jüdische Bevölkerung in diesen, sagen wir, 6 Jahren vielleicht bis zum Ende dieser Unabhängigkeitskriege aus diesen Gebieten definitiv weggezogen ist, vertrieben wurde, umgekommen ist? Die Zahlen sind dermaßen, ich kann es für die Vertreibungen zu den russischen, durch die russische Armee, beziehungsweise die Flucht vor der russischen Armee, da geistern Zahlen, und jetzt werden Sie es gleich merken, warum ich verzweifelt aufgestöhnt habe, geistern rum zwischen 600.000 und 3 Millionen. Und also Eric Lohr hat es versucht zu beziffern, Peter Guttrell hat es versucht zu beziffern für alle möglichen Ethnien, und schon bei diesen zwei Büchern stimmen die Zahlen nicht überein. Es gibt dann noch einen österreichischen Historiker, Walter Menzel, der sich mit der österreichischen Nordfront beschäftigt hat, von dem gibt es mehrere Artikel. Seit nun 12 Jahren steht unterm Artikel, dass seine Dissertation demnächst erscheinen wird. Ich warte immer noch darauf, dass es irgendwann passiert. Gut, ich habe das Ding vom Autoren selber bekommen, und der geht für Galizien von 45.000 bis 50.000 Flüchtlinge, also quasi der halben Bevölkerung, der halben jüdischen Bevölkerung, die sich ungefähr auf 90.000 belief, aus. Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, sagte schon Winston Churchill. Ich möchte Ihnen danken für den Vortrag, und Sie haben diese biografische Literatur, die Memoiren, verwendet. Ich habe mich auch ein bisschen damit Isaac Bashevis Singer befasst, eine Kindheit in Warschau, oder seine Schwester, die über dasselbe Thema geschrieben hat, und auch der ältere Bruder, und wie da eben auch die junge Generation gedacht hat, das kommt da gut zum Ausdruck. Nun wollte ich Sie fragen, gibt es außer der biografischen Literatur auch noch Literatur über einzelne Orte oder Städte, wie das zum Beispiel nach der Shoah betrieben wird, als eine Art so Heimwehliteratur, wie es damals war, aber heute leider nicht mehr so ist? Gibt es aus der Zeit Forschungen über einzelne Städte, etwa Lodz als Ort der Textilindustrie, was ich der Bund auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Gibt es da Forschungen auch über einzelne Orte? Also aus der Zwischenkriegszeit gibt es relativ wenig. Interessanterweise, es gab zwar einige Initiativen, natürlich spielt, denn der Erste Weltkrieg war die prägende Erfahrung einer ganzen Generation. Also wenn Sie in die Memo-Bücher, in die Jiskor-Bücher reingucken zu den einzelnen Orten,
wenn Sie nicht sowieso mit vor dem Ersten Weltkrieg anfangen, dann fangen Sie alle mit dem Ersten Weltkrieg an. Also dort finden sich dann auch jeweils Kapitel oder Artikel zum Ersten Weltkrieg. Und natürlich spielt er auch eine Rolle. Es gibt für einzelne Orte, also für Lodz jetzt konkret, gibt es beispielsweise von einem sich dem Polentum eher zurechneten Juden namens Mieczysław Herz, der in der herrschaftslosen Übergangsphase zwischen dem russischen Abzug und der deutschen Besetzung wurden Bürgerkomitees gegründet, die dann Mitte 1915 von der deutschen Verwaltung aufgelöst wurden. Und Herz gehört zu diesem Bürgerkomitee und sieht jetzt für Lodz da die Zusammenarbeit, und die Bevölkerung engagiert sich selber und Deutsche, Polen und Juden arbeiten zusammen, und der veröffentlicht 1933 eine Monographie über den Ersten Weltkrieg. Das einzige sonstige wirklich Projekt, wo alle wichtigen jüdischen Personen der jüdischen Gesellschaft sich zusammengesetzt haben und ein Erinnerungswerk rausgebracht haben, ist für Wilna. Das ist der Pinkas Wilne, auf Jiddisch erschienen, wo tatsächlich alle, die vom Oberrabbiner über die späteren Minister der Regierung in die kurzzeitig in Wilna dann saß, bevor das an die Polen fiel, also der Arzt Wysocki oder Dr. Schabat, die alle sich engagiert hatten und quasi sozusagen das Who is Who der jüdischen Führungselite während des Ersten Weltkriegs, die schreiben auf Jiddisch dann ihre Erfahrungen auf, mit dem Ziel, ein möglichst breites Bild davon zu geben. Leider ist das ist eine sehr und von einigen diesen Leuten, Hirsch Abramowitz oder eben Vygotsky, gibt es dann auch noch Memoiren später. Aber der Pinkas Wilne ist eine sehr spannende Quelle, die leider weder auf Englisch noch auf Deutsch noch in sonst einer Sprache außer im jiddischen Original bisher vorliegt. Aber das ist das einzige mir bekannte realisierte Projekt. Wenn es sowas gibt, dann ging es sonst immer nur auf Initiativen von einzelnen Leuten zurück, die dann aufgeschrieben haben oder meistens eben nicht dazu kamen, das dann zu beenden. Gut, dann möchte ich hier nochmal ganz herzlich unserem Referenten für den spannenden Vortrag danken und Ihnen fürs Kommen, fürs Mitdiskutieren, für die Fragen. In 2 Wochen bleiben wir eigentlich in der gleichen Region mit einem Vortrag über die Ukraine als neuem politischen Akteur und werden da gleich eben diesen langen Ersten Weltkrieg fortsetzen, von dem Sie heute schon gesprochen haben. Ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich.